Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Mad Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Heute wollen wir ein bisschen Feldarbeit machen, hat man gesagt. Und noch ein paar Leute rekrutieren, dass wir... Ich weiß gar nicht mehr für was. Wir gucken noch mal rein in die Verwaltung. Ich glaube, genau, Landwirtschaft war es. Bei Gewinnung wollte ich noch mal in die Mine schauen. Ja, eigentlich ist es Blödsinn, hier noch mehr Leute reinzustecken, weil in der... in der Schmiede einfach nicht genügend hergestellt wird, ne? Das ist das Problem. Die haben allerdings ihre Fertigkeiten auch erst auf Stufe 5. Wenn die dann richtig loslegen, dann geht's ab, ne? Naja, warten wir mal ab. Aber heute haben wir gesagt, machen wir ein bisschen mit Roggen und Weizen. Holen wir uns mal aus dem Schuppen. Schmutzig sind wir auch, aber das gehört ja dazu bei der Landarbeit. So, wir essen mal einen Käse. Und dann trinken wir gleich mal noch einen Schluck. Das machen wir hinten am Felde. Gut, Freunde. So, für den Bienenstock stelle ich erstmal noch keinen Mitarbeiter ein. Erst wenn wir irgendwie das in Aussicht haben, dass wir Met herstellen können, dann macht es ja auch erst Sinn. Ich meine, klar, der Honig, obwohl der gammelt, ne? Honig gammelt, glaube ich. Deswegen, nee. Warten wir noch ein bisschen, bis wir da sicher sind. So, Roggenkorn nehmen wir uns mal... Was weiß ich hier, 162, so viel brauchen wir jetzt nicht. Und W wie Weizen. Weizenkorn. So. Das haben wir ja dann schon mal auf Lager. Das ist ja das Geile. Das wird ja nicht schlecht, ne? Deswegen können wir hier ruhig ein paar Felder mehr machen. Ich muss bloß überlegen, ich brauche eine Schaufel, ne? Habe ich die einstecken? Hier ist eine Axt. Eine Sichel habe ich, aber eine Schaufel habe ich nicht. Dann holen wir uns mal schnell eine. Wir brauchen ja unbedingt die Skill Points. Ich will das ja nicht machen. Ihr habt es ja auch schon tausendmal gesehen. Ne? Ist halt für so ein Let's Play immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber es sind halt Dinge, die mit dazugehören. Und irgendwie, ja, müssen wir ja mal gucken, ob wir eine Kupferschaufel haben. Kupferhacke. Ah ja, eine Hacke brauchen wir ja auch, ne? Nehmen wir mal eine mit. Bestätigen. Ach stimmt, wir brauchen auch keine Schaufel, wir brauchen ja die Hacke. Ich dusel. Gut, die haben wir jetzt. Klatschen wir uns da hinten auf die 6. Wieso ist denn eigentlich auf der 1 nicht mehr mein Knüppel drauf? Wo ist denn der gelandet? War der kaputt? Kann das sein? Ne, hier ist er doch. Starre besetzter Knüppel. 100%. Merkwürdig. Merkwürdig. Okay, die Felder hier vorne, die lassen wir jetzt mal offen. Ich würde jetzt hier hinten nur die kleinen nehmen. So, ist hier schon was? Hier ist schon Weizen. Hier ist Roggen, Roggen. Und dann wollten wir hier nochmal machen, ne? Alles klar, Freunde, los geht's. Unbesät. Also, ist anscheinend schon soweit fertig. Plantage, ne, ist nicht die Plantage, ist das Feld. Wo ist es da? Roggen. So, los geht's, Freunde. Langweilige Feldarbeit, aber sie muss gemacht werden, damit wir die Skillpoints bekommen. Wenn das dann alles erledigt ist mit den Skillpoints, müssen wir uns ja nicht mehr drum kümmern. Da müssen wir nur noch ein paar Leute einstellen, die sich drum kümmern. Läuft die Aufnahme überhaupt? Immer wieder dieser Running Gag. Aber solange ich noch drüber lachen kann, ist es doch gut, oder? Auch wenn es euch zum Hals raushängt. Dieser Spruch. Gut. Naja, das wird heute wieder mal so eine etwas langweilige Folge. Aber es muss getan werden. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ne, wir gucken erst, wenn wir fertig sind mit dem Feld. Dann gucken wir nochmal bei den Skill Points. Und dann müssen wir mal noch mit unserer Frau quatschen. Was ist denn das da oben für ein Zeichen? Weil ich einen Sack in der Hand habe, oder was? Wenn ich den Sack jetzt weglege, verschwindet dann das Zeichen? Nee. Wartet mal, irgendwas ist da. Verwaltung. Was ist denn das für ein komisches Zeichen? Gewinnung, Jagd. Fischerhütte. Achso, ja, die Fischerhütte. Mensch, die können wir eigentlich auch mal wegreißen. Landwirtschaft ist klar. Was ist
denn das da für ein Zeichen? Dienstleistung. Das hier, was ist denn das? Kein Material. Standbesitzer. Okay. Warum? Mach das mal zu hier. Das hier zu. Das hier zu. Dienstleistung. Marktstand für Nahrung. Gemüsesuppe ist alle. Alles klar. Machen die das Geld pro Tag? Ja, ne? Dann können wir ja hier die restlichen Suppen verkaufen. Und für die Bewohner ist ja trotzdem noch genug Essen da. Nehme ich mal an. Ich schaue noch mal ganz kurz, Freunde. Achso, kann ich ja hier gucken. Ja, 34.000 Nahrung und 720 Bedarf. Also, da sind wir gut abgedeckt. Da sind wir gut abgedeckt. Okay. Dann machen wir hier drüben mit Weizen weiter. Weizen, Weizen. Genau, machen wir hier noch zweimal. Ach, hier ist auch schon Weizen. Unbesät. Feld und Weizenkorn. Los geht's. Achso, ich wollte gucken, wie weit wir jetzt schon geskillt haben. Technologie. 5.900. Naja, das wird noch ewig dauern, bis wir die 10.000 haben für die Windmühle. Ich glaube, da müssen wir hier noch ein paar Jahre spielen. Damit hat keiner gerechnet. Also ich zumindest nicht. Ich müsste mal bei meinen Kollegen gucken, die das vielleicht auch gemacht haben, wie viele Folgen die so haben. Wir sind jetzt, glaube ich, neues Level Landwirtschaft, sehr gut. Ich weiß gar nicht, Folge 66, 67. Schon viel. Bin ich gar nicht gewohnt, so eine langen Let's Plays. Okay. Wollen wir jetzt hier noch irgendwo ein bisschen Roggen machen? Ich meine, Weizen brauchst du weniger. Roggen war es für Tiernahrung, ne? Ich guck noch mal kurz rein. Tonbewurf, Tierfutter. Genau, Roggen und Hafer. Naja, komm, dann machen wir noch mal ein bisschen Roggen. Machen wir das Kleine hier vorne noch. Unbesät. Quatsch, falscher Knopf. Feld. Roggen. Machen wir das noch. Und dann sollen wir im Frühjahr, hattet ihr gesagt, den Roggen, also die Felder, die mit Roggen waren, austauschen und mit Hafer dann benetzen. Dass wir genug Tierfutter auf Vorrat haben. Obwohl ich mich der Sache Tierzucht ja hier auch, damit habe ich mich ja auch noch nicht beschäftigt, ne? Ist schon crazy. Dass man hier so alles vernachlässigt, sag ich mal. Ihr hattet ja auch schon geschrieben, scheiß mal auf die Mission und kümmere dich mal so um die Sachen. Aber es ist doch zum Zuschauen bestimmt total für den Arsch, oder? Ist doch bestimmt übelst langweilig, hier einen Typen zuzuschauen, der die ganze Zeit Scheiße quatscht und nebenbei hier Roggensamen aufs Feld ballert. Naja, ist eure Sache, Leute. Das ist so eine Mission, bringt ja wenigstens Abwechslung so fürs Gehirn. Also so eine Quest. Oh, sind wir hier in der Nähe von Bienen? Ach nee, das waren die Kompostbälder. Die sind voll, das ist schön. Naja, die sammelt ja auch 30.000 Pilze, die Frau, ne? Fällt mir gerade ein. Deswegen ist das wahrscheinlich so, der Nahrungsmittelbedarf so voll. Wie viele Pilze haben wir denn? Bären haben wir genug, guck mal. Eier werden es auch immer mehr. Fleisch, wie immer Fleischmangel. Das gebratene Fleisch können wir, glaube ich, dann auch mal einstellen. Guck mal, das vergammelt uns alles. Das ganze Zeug vergammelt. Die Honigwabe, ach so, die hatte ich frisch dazugefügt. Kohl haben wir auch noch so viel. Wahnsinn. Hier, Steinpilze, 911.
Eieieiei. So, und dann gucken wir mal ganz kurz in der Verwaltung, wer hier eigentlich das gebratene Fleisch macht. Hier, gebratenes Fleisch. Produktion 7. Guck mal, die könnten wir zum Beispiel auch Kohlsuppe herstellen lassen. Haferbrei. Was ist denn der Wert? Guck mal dann. Aber Haferkorn haben wir nicht so viel, ne? Müssen wir gleich mal gucken, wie viel Haferkorn wir haben. Rühreier könnten wir zum Beispiel auch machen lassen. Wir haben ja genug Eier, die ganze Zeit gammeln. Rührei mit Pilzen. Speisemorschel brauchst du da. Gesperrt. Können wir das freischalten von hier aus? Nee. Käse brauchst du. Quark. Ah ja, brauchen wir erstmal Milch. Oh Gott, das ist mir alles zu viel, Leute. Aber im Prinzip Rühreier mit Pilzen könnte man machen, aber dazu bräuchte man wieder Speisemorscheln. So, warte mal, Produktion. Was war nochmal? Produktion? Lass mal schauen. Da ist zum Beispiel die Schmiede dabei, weil die in der Küche, die ist ja jetzt schon Stufe 7. Hm. Könnten wir die ja eigentlich austauschen? Stufe 7 wird ja wahrscheinlich mehr bringen, ne? Aber wo stecken wir die dann wieder hin? Warte mal, was hatten die? Dombros. Wo ist denn die? Hä? Ja, wo ist denn die jetzt? Da, Dobrovslava. Ich gehe jetzt hier auf Bewohner. Da ist sie. Ja, die hat ansonsten echt schlechte Stats. So, wer war es noch? Samboja. Mal gucken, ob wir die Samboja irgendwie austauschen können. Ah, guck mal, die hat zum Beispiel 5 in, hier. Ah, jetzt habe ich wieder irgendeine Scheißtaste gedrückt, ey. Fuck. Oh Gott, ich habe irgendwas gedrückt, Leute. Wo ist denn die jetzt? Das ist Samboja da. 5 in diesem ersten Symbol, was jetzt weg ist. Hm. 3 in der Jagd. Landwirtschaft ist richtig schlecht. Sonst hätte ich gesagt, wir stecken sie in die Landwirtschaft. Ah. Schwierig, schwierig, schwierig. Was macht man jetzt mit der Köchin? Okay. Wo fehlt es denn noch? Wartet mal. Verwaltung. In der Näherei. Oh, die hat schon Stufe 10. Vielleicht tauschen wir die einfach aus. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Passt auf. Also, wir nehmen so ein Boja und Dombrovska raus. Warte, ich tausche erst. Die ist Pekoslava. P wie Pekoslava. Wo ist er? Da. Stufe 10. Da müssten wir jetzt wesentlich mehr machen. Jetzt habe ich die Vergleichswerte leider nicht mehr. Okay. Und Pekoslava tauschen wir aus. Dwarsch, was war's? Durch die Küche, ne? Malomir. Ne, Dobrovska. Malomir. So. Da haben wir jetzt einen 10er und einen 7er drin. Da müsste doch hier wesentlich mehr zustande kommen als vorher. Und in die Näherei stecken wir jetzt die hier. Und was war das andere? Küche. Stecken wir. Na gut, da brauchen wir ja jetzt eh gerade keinen, weil wir haben so viel Nahrung. Hm. Zum Boja. Mist, Leute. Da
Also brauchen wir eigentlich gar keine. Doch, wir wollten landwirtschaftliche Leute einstellen. So, schmeißen wir kurz das Zeug wieder raus. Roggenkorn 112. Weizenkorn raus. Den Rest lassen wir hier erstmal drinne. Ja, wir sind halt an dem Punkt, an dem wir wieder übelst viel selber anpacken müssen, um das alles freizuschalten. Aber eigentlich so gar nicht mehr. Man müsste da einen perfekten Plan entwickeln, damit das hier so ein Selbstläufer ist. Also damit der Wirtschaftssimulator funktioniert, wie er funktionieren soll. Aber da muss man sich ja hier eine Stunde lang hinsetzen. Das kann man ja nur offscreen machen, sonst werdet ihr ja doof da draußen. Gut, dann reiten wir mal. Beziehungsweise vielleicht finden wir noch was zum Jagen. Huch, Alter, mit dieser Sicht. Wiesende waren ja da vorne noch. Ja, lass mal noch ein bisschen jagen, Freunde. Weil dann kann die in der Küche noch ein bisschen Kohlsuppe herstellen. Irgendwo hier hinten. Wartet, ich gucke nochmal auf die Karte. Ah, hier oben. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile einstecken. Da. Absteigen, absteigen. Falsche Taste. 34 Pfeile, wunderbar, Freunde. Passt auf. Das muss ja gemacht werden. Zacki. Gibt es denn da eigentlich noch Skillpoints, die wir freischalten müssen? Mal schauen. Das ist Technologie. Das hier wahrscheinlich Überlebenstechnik. Indem du Tiere jagst. Oh ja, die Fischerhütte. Da fehlt noch ein Stück. Aber das wäre dann, dann hätten wir das schon mal voll. So, hier noch eine Steinpfeile. Mal ganz kurz ins Menü. Oh oh. Scheiße. Bleiben Sie ruhig, junger Padawan. Ich sehe dich gerade nicht. Was ist er denn nur? Ich sehe ihn halt nicht. Die Angriffsmusik kommt. Ah, da oben steht er. Aber ah, er lebt immer noch. Geht er drauf? Wirst du wohl jetzt? Ist er tot? Ja. Oh oh. Ich glaube, ich werde jetzt beim Häuten von einem anderen noch erwischt. Bleib ruhig, renn gegen den Baum. Oh, voll daneben. Oh, Alter, gehen wir nicht aufs Schwein, Junge. Okay. Das ist wie beim Rodeo. Geht er drauf? Los! Geh drauf! Gibt's doch nicht! Stirb! Okay, jetzt liegen hier überall die Pfeile. Eieieiei, da habe ich aber in der Hektik, in der Panik ganz gestreut geschossen. Aber wir bringen Fleisch mit nach Hause. Und dann kann die Köchin wieder Kohlsuppe machen. Ich
Ich weiß nicht, Steinpfeile könnten wir auch übelst viele selber machen. Hier liegen sie überall rum. Ah ja, Ried können wir auch mal ein bisschen sammeln. Achso, ne, habe ich sogar einstecken, alles gut. Okay, jetzt ist es aber so, dass es gleich dunkel wird. Erinnert mich mal dran, dass ich in der nächsten Folge dann wirklich mal mit meiner Frau flirte und die dann 19 Uhr vorm Haus treffe. Na. Okay, wie viel Fleisch haben wir jetzt? Zeig mal her. 211. Naja, immerhin. Reiten wir mal schnell nach Hause. Dann können wir ja am nächsten Tag noch die anderen Wiesende holen. Auf der anderen Seite. Haben wir hier alle erwischt? Ja, genau. Hier auf der anderen Seite sind noch welche. Hier oben ist alles grau. Cool, Leute. Und wir haben wieder Leder. Und das brauchen wir ja auch bald. Falsche Richtung, oder? Wir. Was heißt hier wir? Ich reite richtig. Also so halb richtig. Dann legen wir jetzt das Fleisch in die Speisekammer. Und stellen dann bei der Köchin ein, dass sie Kohlsuppe machen muss. Dann skillt die nämlich auch ihre Fähigkeiten für die Schmiede. Okay, Verwaltung, da, Küche, Produktion nicht eingestellt, pass auf, Kohlsuppe. Wieso gibt es hier zwei verschiedene? Achso, das eine ist mit Salzfleisch. Mal gucken, wie viel die macht. Ah ja, guck mal, das ist gut, da kann die schön skillen die ganze Zeit und stellt aber nicht zu viel her. Das ist doch perfekt. 8,15 am Tag. Sehr gut, in der Näherei. Ist da aber noch alles eingestellt. Leinengewebe und kleine Gürteltasche. Ah, warte mal. Dann stellen wir das Leinengewebe ein. Davon sollten wir eigentlich genug haben erstmal. Und gehen wir komplett auf die kleine Gürteltasche. Denn Leder haben wir jetzt richtig viel. Und Stöcke natürlich auch. Also, wir gucken nochmal, aber ich denke, Stöcke und Leder sieht richtig gut aus. Wo ist denn das Leder? Da. Echt, nur 90 Stück waren das diesmal? Bei Klamotten. Siehst du, 19 Stück haben wir schon. Naja, da kriegen wir nochmal gut Geld zusammen. Ich denke mal, wir kommen in dieser Jahreszeit über 20.000. Wo finde ich denn hier überhaupt die Münzen? Wartet mal, unter M wie Münzen. 2608 haben wir da auch schon. Ah ja, geil. Leute, das ist ja mega. Das ist so unser kleiner Puffer, den wir dann da haben. Finde ich super. Dann gehen wir schlafen. Kohlsuppen sind jetzt eingestellt. Ach ja, und ich wollte nochmal wegen Kupfer, Zinn und Zeug schauen. Kann man hier zwischen Metallen und so trennen? Ne, das geht leider nicht. Also Bronzebarren haben wir 4. Aber eigentlich geht es ja mehr dann um Eisenzeug. Aus den Bronzebarren können wir ja dann für die Mitarbeiter, für die Mine noch Zeug machen. So, KW Kupferbarren hätten wir 68, sind noch 294 Kupfererz da. Und Zinn, 24, Zinnerz nicht mehr so viel. Also wäre es eher sinnvoll, in der Verwaltung noch ein bisschen Zinn einzustellen. Das müsste Produktion sein. Ne, Quatsch, Gewinnung. Mine. Die gehen komplett auf Eisenerz. Dann machen wir hier mal ein bisschen runter und machen noch ein bisschen Zinnerz. Ah ja, guckt mal.
Und dann können wir noch das ganze Bronzezeug verbraten irgendwann. Aber der Fokus liegt auf Eisen. Geil, Leute. Ich glaube, da wird es aber heute sprechen. Hi, Javi. Ah ja, mach's gut, meine Liebe. Alt, wir schlafen neben der Frau. Was wollte ich noch? Nochmal Wiesende jagen und dann machen wir für heute Feierabend. In der nächsten Folge flirten. Also nicht flirten, sondern verabreden mit unserer Frau. Achso, warum bin ich jetzt nicht mit Pferd losgezogen? Egal, es ist ja gleich hier vorne. Dann jagen wir jetzt noch die Wiesende. Und dann haben wir nochmal 210 Fleisch etwa. Und nochmal Leder. Und wir sind ja gerade mal bei der Hälfte der Jahreszeit. Das heißt, wir können dann richtig viele Gürteltaschen herstellen. Ich will nochmal so einen Elch jagen. Nee, nicht mit der Axt, Junge. Er war ja nicht gerade einer mit Geweih. Hab ich getroffen? Ach, das ist doch doof mit denen. Ja, guck mal da. Weibchen nehme ich auch mit. Das will halt nicht. Jetzt. Neues Level jagen. Oh, Alter. Ist gut, dass wir diese Ausdauer unendlich haben. Sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen schwieriger alles. Geil. Wie viel kommen da so raus? 16 Leder, 30 Fleisch. Naja, ist jetzt nicht so viel. So, wo liegt die andere Hirschkuh? Hier ist die eine. Elchkuh, meinte ich. Ja, zur Not stellen wir dann selber nochmal Kohlsuppen her. Falls da die Nachricht kommen sollte, dass nicht mehr genug da sind. Ah, da drüben. Nee, den hatten wir doch. Oder? Offensichtlich nicht. Kommt da mehr raus, weil es ein Männchen ist? Ich glaube nicht, ne? Doch, 41 Fleisch und Leder. Geil. Bären könnten wir auch mal wieder jagen. Überall die Pfeile liegen, ist Wahnsinn. Passt auf. Ist darüber. Ist die Frage, ob die Pfeile jetzt reichen. Naja, werden wir gleich sehen. Ah, der Baum ist echt geil. Schade, dass man nicht selber irgendwie so Gebäude kreieren kann. Ah, das ist nochmal ein Elch. Gibt's hier was? Gibt's hier was zu holen? Ach, das ist wieder der Elch, der ins Haus rennt, ne? Warte mal, vielleicht kriegen wir den da nochmal rein, dann können wir mit der Keule erschlagen. Leid, Leute. Es tut mir echt leid. Oh Mann.
Naja, der war halt festgepackt. So, nochmal 40 Fleisch, 20 Leder. Ah ja, super, guckt mal, das läuft. Wenn ich jetzt noch die drei Elche hole, die drei Wiesende hole, dann sind wir erstmal gut versorgt. Aber das mache ich jetzt, glaube ich, offscreen. Ihr habt jetzt genug Blut gesehen von wilden Tieren. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da steht auf der Agenda Flirten. Nochmal Kohlsuppe machen für den Stand. Und ja, mal gucken, was uns dann noch so einfällt. Feldarbeiter halt einstellen, ne? Bis dahin, Freunde. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao.